schmale, knochige Wangen wie Bella Hadid? Kim Kardashian oder Megan Fox? Das gilt als das Schönheitsideal. Und darum gibt es einen neuen Boom in deutschen Chirurgiepraxen. Um ein schmaleres Gesicht und höhere Wangenknochen zu bekommen, lässt man sich Fett in den Wangen entfernen. Bei einem Buckle-Fett-Removal. Zum Beispiel auch von der Seite, wenn ich lache, dass es nicht mehr hier diese Fülle hat. Alles, was wir machen, sind medizinisch nicht notwendige Eingriffe, ist Luxus, ist Lifestyle-Medizin. Wie das aber später im Alter aussieht, kann man eigentlich nicht absehen. Im schlimmsten Fall knochig und älter, als man ist. Wieso will man das dann trotzdem? Lara ist extra aus München nach Berlin gekommen, denn heute kriegt sie schmale Wangen. Und wir können dabei sein. Vor ein paar Jahren hat sie hier auch schon ihre Brüste vergrößern lassen. Guten Morgen. Hi, ich bin Tim. Freut mich. Hallo Lara. Das ist Jakob, der Kameramann. Wie ist es denn, Lara? Bist du ein bisschen aufgeregt vor dem Tag heute, vor der OP? Ja, schon. Also ich weiß ja prinzipiell, ich kenne ja auch Dr. Adame schon, ich weiß ja, was auf mich zukommt so ein bisschen, aber ich bin schon aufgeregt vor allem, weil ja ich nicht so ganz genau weiß, wie das jetzt alles ablaufen wird, vor allem im Gesicht ist ja auch dann nochmal was anderes. Das wäre beispielsweise jetzt ein Beispiel, wo man Megan schön, Fox, ne? Genau, ja. Wo man schön sehen kann. Die hat zwar hier, sieht es zwar relativ breit aus, aber die hat zwar hier so ein bisschen dieses, dass man sieht, man hat hier so eine Kontur, auch wenn sie das geschminkt hat. Hier finde ich es ein richtig schönes, also sieht man es richtig schön, wie ich es gern hätte eben, dass es gar nicht so spitzkantig, ja. Übertrieben aussieht, sondern einfach nur, dass man halt sehen kann, okay, die Wangenknochen, hier so ein bisschen einfach diese Kontur, dass es feminin aussieht. Es gibt erst seit kurzem einen Boom bei dem Eingriff. Das heißt auch, keiner weiß, wie Laras operiertes Gesicht 20 oder 30 Jahre später aussieht. Aber ausgerechnet bei der Wangen-OP könnte das ein Riesenproblem werden. Magst du mir vielleicht mal vom Spiegel im Bad einfach zeigen, wie du dir vorstellst, wie das später aussehen soll nach der OP? Ja, sollen wir mal gucken gehen? Ja. Kann man sich vielleicht besser vorstellen so. Also, dass es hier an der Stelle definierter wird. Zum Beispiel auch von der Seite, wenn ich lache, dass es nicht mehr hier diese Fülle hat, sozusagen diese Babyface-mäßige Runde hat, sondern einfach definierte Konturen. Also ich mache zum Beispiel auch mit meinem Make-up immer eigentlich hier eine sehr starke Konturierung rein, dass es eben genau diesen Effekt hat, den ich jetzt hoffentlich dann danach auch haben werde. Ich denke aber, dass wenn ich jetzt dieses Bokal-Removal mache, dass ich dann auch öfter mal komplett ungeschminkt und mich dann auch dabei sicherer fühlen. Ich habe nämlich tatsächlich auch darüber nachgedacht, wie sich so ein Gesicht verändert. Und habe mal, jetzt muss ich es nur finden, nach alten Fotos von mir geguckt. Die Fotos sind Horror, aber wir nehmen sie jetzt einfach mal. Ich zeige das jetzt einfach mal. Ja, so sah ich so ungefähr mit 19 aus. Und das ist jetzt schon ein bisschen her. Und wenn ich halt jetzt in den Spiegel gucke, habe ich schon das Gefühl, dass einfach auch weniger Gesichtsfett da ist. Passiert das nicht auch automatisch? Kommt man vielleicht automatisch zu dem Ziel, was du dir wünschst, einfach durch älter werden? Ja, ich weiß, was du meinst. Ich glaube, dass es halt aber auch Veranlagung vor allem ist. Stimmt. Bei meiner Mama zum Beispiel ist es so, die hat immer noch hier sehr, also die ist eine sehr, sehr schlanke Frau, die ist dünner als ich, aber die hat trotzdem auch diesen Babyspeck, also hier an den Backen. Das Wangenfett ist das einzige Fett im Körper, das automatisch mit dem Alter weniger wird. Das Risiko der OP, Lara könnte später eingefallen und viel älter aussehen, als sie ist. Auf dem Weg zur OP, hast du denn so ein bisschen Angst vor Schmerzen oder sowas, dass das weh tut? Also ich habe während der OP nicht keine Angst, dass es irgendwie weh tut, weil es sehr betäubt ist. Aber ich habe schon Respekt vor danach, der Woche darauf. Noch weiß Lara aber auch nicht, dass bei ihr der Eingriff komplizierter wird als geplant. Das ist übrigens nicht das erste Video, das ich drehe über Schönheitsoperationen, die gerade im Trend sind. Schaut euch auch das Video zu Brazilian Buttlift an. Und wenn ihr gerade dabei seid, lasst uns auch ein Abo da. Ich würde mich freuen und ihr verpasst vor allem keins der Videos mehr. Die Risiken der OP sind aus medizinischer Sicht vergleichsweise überschaubar. Es kann vor allem zu Nachblutungen oder Entzündungen kommen. Und der Arzt muss darauf achten, keine Gesichtsnerven oder die Speicheldrüse zu verletzen. Und schaust einfach mal ganz entspannt und gerade durch mich durch. 3, 2, 1, jetzt. Man kann es eigentlich ganz gut sehen. Lara ist eine sehr attraktive junge Frau. Mit einer guten Hautstruktur, mit einem guten Volumen hier im oberen Bereich. Man könnte jetzt sagen, in der unteren Gesichtspartie wirkt diese Wange etwas dominant. Ziemlich genau in diesem Bereich. Das bin ich eigentlich sehr schön zu sehen.
Ja, das ist genau die Zone, die sozusagen etwas nach innen gebracht würde und reduziert werden würde. Aber es ist eben nicht sicher, wie man durch die OP im Alter aussieht. Und darüber macht sich auch Lara Gedanken. Wie können Sie das abschätzen, dass dann im Prinzip dann in 20 Jahren oder 30 Jahren, dass es dann nicht quasi zu viel ist? Wichtig ist natürlich auch, dass man den richtigen Patienten oder die richtige Patientin dafür auswählt. Das heißt, wenn zum Beispiel Frauen oder Männer kommen, die haben schon ein sehr schlankes Gesicht oder ab einem gewissen Alter, wo ein gewisser Hautüberschuss entsteht, dann ist man eventuell nicht der richtige Kandidat. Und wichtig ist natürlich, dass man auch diese Entfernung des Wangenfettkörpers nicht übertreibt, nicht zu viel entfernt, sondern nur den überschüssigen Teil. Und man würde so circa ein Drittel bis die Hälfte des Wangenfettkörpers entfernen. Weil Fett hält natürlich auch das Gewebe in Position. Wie an der Brust oder am Gesäß braucht man natürlich gewisse Fettdepot, damit man im Alter nicht hager oder eingefallen wird. Würden Sie denn sagen, das ist so eine Sorge, die unbegründet ist bei dieser Operation? Weil das ist ja so, ne, sozusagen populär, dass das vor allem die Hauptkritik ist, dieses, oh mein Gott, wie sieht man denn vielleicht später damit aus? Also ich denke, grundsätzlich erstmal natürlich muss man alles, was wir tun, auch kritisch beurteilen. Ja? Man muss schon sagen, alles, was wir machen, sind medizinisch nicht notwendige Eingriffe, ist Luxus, ist Lifestyle-Medizin. Aber ich denke auch, dass man dennoch eine Zufriedenheit erzeugen kann. Also ich denke schon, gehe davon aus, dass Sie nach dem Eingriff schon das erreichen können, was Sie sich wünschen. Lara ist erst 24. Unter ChirurgInnen ist umstritten, den Eingriff in so jungen Jahren durchzuführen. Manche Praxen machen das erst ab 30. Dr. Adame wiederum sagt, dass es vor allem darauf ankommt, im Einzelfall zu entscheiden, ob der Eingriff sinnvoll sein kann. Nämlich, wenn wirklich ein übermäßig großer Fettkörper vorhanden ist. Kommen wir eigentlich, ne? Na, alles klar, sind Sie bereit? Ja. Ja, aufgeregt? Ja, ein bisschen neu. Ich passe gut auf Sie auf. Ausgeprägter Wangenfettkörper. Dr. Adame erklärt mir, dass die Wangenfettentfernung mittlerweile einer der häufigsten ambulanten Eingriffe in seiner Praxis sei. Er sagt, er lehnt etwa 15-20% der PatientInnen ab. Auch weil viele falsche Vorstellungen vom Endergebnis haben. Kann er sich das wirtschaftlich wirklich erlauben? Und gehen alle ChirurgInnen so vor? Das kann ich nicht beurteilen. Jetzt gibt es die lokale Betäubung. Gibt es ein kleines Piekserchen? 3, 2, 1, Piekserchen. Okay. Das ist immer der fiese Moment mit den Spritzen. Die Kosten für die OP liegen übrigens bei rund 3.000 Euro. Lara arbeitet im Marketing und hat das Geld dafür gespart. Am besten schon mal 2-3 Mal tief ein- und ausatmen, weil du gleich die Luft kurz anhältst. Dieser Rauch. Es riecht dann doch ein bisschen wie ein Streichholz, das man angezündet hat. Ja, der Geruch ist wie Streichholz. Was wir jetzt noch nicht ahnen, so easy wie Dr. Adame den Eingriff kennt, wird er bei Lara heute nicht. Aber manchmal platzt, also ploppt es krass schon so ein bisschen einem entgegen, oder? Meistens eigentlich, genau. Interessant. Ja. Also, dass man keinen Fettkörper findet, ist relativ selten. Ne? Mhm. Ist auch denkbar, aber ja. Eigentlich selten. Also das, theoretisch kann es auch sein, dass man gar nichts findet, was man entfernen könnte. Theoretisch kann das sein, ja. Wie oft passiert das ungefähr, dass Sie ein bisschen mehr suchen müssen, sozusagen, und ein bisschen länger dauert? Kann man das sagen? Also, dass es ein bisschen länger dauert, passiert schon mal, dass ich jetzt wirklich gar nichts gefunden habe, habe ich eigentlich erst 2 Mal erlebt in 8 Jahren. Ja. Egal wie viel er sucht, Dr. Adame findet den Fettkörper in Laras Wange einfach nicht. Und ich spüre den Stress im OP. War für Lara am Ende etwa alles umsonst? Ich treffe meine Funkkollegin Maria Popovon auf Klo. Sie beschäftigt sich viel mit unseren Körperidealen und Trends in den sozialen Medien. Von ihr will ich wissen, woher kommt dieser Trend auf einmal? Weißt du, oder kannst du mir erklären, wie ist das gekommen? Warum finden wir jetzt auf einmal Gesichter schön, wo das hier so einfällt? Ja. Wenn ich jetzt so eine bisschen Boomer-Analyse mache, und die lesen wir voll oft, und das finde ich voll wichtig mal zu kontextualisieren, dass soziale Medien nicht der Grund sind, dass wir Schönheitsideale haben, die alle Geschlechter
betreffen und die besonders junge Frauen betreffen, denn die hatten wir schon in meiner Jugend und ich bin ohne aufgewachsen und die haben wir auch heute. Das Problem ist, dass wir jetzt heutzutage Filter haben und diese Nahbarkeit zu Stars. Wir waren schon dabei, wir haben schon zugeguckt. Die Stars, die wir feiern und denen ich eben noch beim Frühstück zugeguckt habe, die machen das auch. Und vielleicht sogar die Influencerin, von der ich eh denke, dass das meine beste Freundin schon fast ist. So, die Nähe, die ist einfach da. Die Wangenfett-OP boomt auch deshalb, weil auf Social-Media-Bildern durch Contouring und Filter quasi alle Wangen knochig wirken. Viele wollen das dann auch im echten Leben. Da muss man auf jeden Fall sagen, dass der Druck immer schon da war, dass das Ideal Dünnsein schon immer da war. Aber eben diese kleine Art und Weise, wie man in der Industrie einen neuen Trend, neues Geld verdienen kann, das ist immer neu. Wir leben in einer Gesellschaft, wo durch Schönheitsideale Geld verdient wird. Das ist eine Industrie. Wir leben in einer Gesellschaft, wo alle Menschen unter so einem Druck leiden, schön zu sein, schlank zu sein, weil wir damit erfolgreich und geliebt werden. Ne? Wir wollen am Ende einfach nur geliebt werden. Und das ist die größere Story, die halt auch komplizierter ist. Weil da kann man nicht einfach sagen, boah, ja bitte schwört Instagram ab. Dann sind wir alle irgendwie, dann haben wir alle gewonnen. Das stimmt halt nicht. Zurück im OP bei Lara. So langsam wirken auf mich alle im Raum ein bisschen besorgt, dass die OP heute nicht klappt. Der liegt ja nicht da, wo er üblicherweise liegt. Deswegen kann es entweder sein, dass er wirklich sehr tief liegt oder eben man manchmal auch keinen findet. Ja, das ist jetzt auch denkbar. Mhm. Also, dass man auf beiden Seiten keinen findet, ist schon ungewöhnlich. Mhm. Und dann klappt's doch. Also komplett woanders, ja. Also das ist ja wirklich komplett andere Lage. Irre. Ja, viel tiefer als sonst. Hm. Deutlich tiefer, deswegen hat es jetzt hier eigentlich deutlich länger gedauert. Und wenn man dann hier sieht, oh, ja, dann merkt man, das ist schon eine nicht unerhebliche Menge an Fettgewebe, die da schon fast von selber hervorkommt. Ja. Wie geht's? Alles klar? Alles gut überstanden? Ist alles sehr schön geworden. Sie waren ganz tapfer. Und ich habe schon Angst gehabt, er findet nichts. Ja, das habe ich mir schon gedacht, wenn man das hört. Ne? Und ja, dann denkt man, ach nein, ja, dann liege ich hier und vielleicht komme ich raus und ist gar nichts verändert. Ja. Aber er hat mehr als genug gefunden. Ja gut, man ist jetzt geschwollen. Es kommt Schwellung. Aber wenn wir uns betäubt. In 2 Wochen zur Kontrolle sehen, dann sagen die Patienten schon immer, sie bemerken den Unterschied. Ja. Lara muss jetzt 2 Wochen lang eine Bandage tragen. Nach 4 bis 6 Wochen sollte man das Endergebnis komplett sehen. Ich konnte dich jetzt ja dabei gar nicht fragen, aber hattest du jetzt gar keine Schmerzen oder wie war dieses Gefühl, als es rauskam? Also Schmerz an sich hatte ich nicht. Es hat sich angefühlt, als würde man so ein bisschen am Ende was wegreißen. Mhm. Also so ein sehr starker Druck. Mhm. Aber jetzt kein Schmerz, wie wenn man irgendwas aufschneiden würde oder so. Also das nicht, aber schon. Ist schon unangenehm. Ja, es ist einfach sehr unangenehm und man weiß nicht genau, was passiert hier. Da wird gezerrt und da wird ein bisschen gezogen. Sollen wir dich noch zum Zug bringen und dann, ja, soll ich dir was abnehmen? Alles gut. Ja? Sehr gerne, danke. Der Eingriff bei Lara ist jetzt 3 Wochen her und ich habe sie gebeten, mir ein kleines Nachher-Foto zu schicken. So sieht Lara jetzt aus. Und ich finde tatsächlich, hier unten im Wangenbereich, man sieht eine kleine Veränderung. Die ist nicht super groß, nicht drastisch, aber ein bisschen hat sich ihre Gesichtsform dann doch verändert. Und ich wollte von Lara auch wissen, wie sie sich jetzt selber fühlt. Und ich muss sagen, man kann schon ordentlich was sehen. Vor allem in diesem Bereich hier. Und genau, also die Tage danach waren eigentlich absolut in Ordnung. Es hat nicht wehgetan. Ich musste einfach nur aufpassen, was ich esse. Auch jetzt habe ich gar keine Beschwerden und ja. Mich freut natürlich total, dass Lara jetzt so happy ist und es vor allem keine Komplikationen nach der OP gab. Aber mir macht schon so ein bisschen Sorgen, ob Lara in ihrer Zukunft, wenn das natürliche Altern ihr Gesicht ohnehin schmaler machen wird, wirklich noch so zufrieden sein wird wie jetzt. Vor allem gibt mir aber zu denken, wie viel Druck auf uns einlastet, schön zu sein. Und dass am Ende vielleicht jeder seinen eigenen Weg damit finden muss, mit diesem Druck umzugehen. Habt ihr selber schon mal über eine Beauty-OP nachgedacht? Schreibt mir das mal unten in die Kommentare. An dieser Stelle würde ich mich total freuen, wenn ihr uns ein Abo dalasst und die Glocke aktiviert, um keins unserer Videos mehr zu verpassen. Und ihr könnt hier im Kanal auch direkt weiterschauen. Brazilian Buttlift gilt als gefährlichste Beauty-OP der Welt. Von hier hat man Fett weggenommen und dann hat man es hier und hier rein transferiert. Aha. Ja, so dass halt diese Sanduhrfiguren steht.
Ja, und dann vielleicht auch ein bisschen nach hinten. Ich habe mich aber auch noch ein paar Tage vor meiner OP hingesetzt und tatsächlich mein Testament geschrieben. Wieso trotzdem junge Frauen überlegen, sich den Po vergrößern zu lassen, erfahrt ihr in diesem Video. Und wenn ihr mehr von meiner Kollegin Maria hier aus dem Video sehen wollt, dann klickt hier. Neues von mir kommt dann ganz bald.